das Lachen am Musikberg. Nun, Ren, kannst du Geld abkratzen? Oh, Mensch. Kreischen, da musst du gepflegt gehen. Oh, Ren, los, Mensch. Der Geld wird nicht auf dich. Kreisch? Mooie merk, Rick. Mooie zang. Het warm rein vreed. Ik heb getraind. Ik heb de kap aan de berg. Ik vind de boelstof zo nergens. Kloor. Die ganze dreht sich in mein Berg. Wo sie hier kommt, wo sie verschwindet. Werd sie alles matt bringen, der das so wie schenkt. Geck, ich wohl dir ja nur nicht. An nach 4 Uhr Mitternacht könnte geh ich drauf. Fährt nicht. Aber da noch. Antworten auf Fruhen. In ihr Haut. Bei der Berg! Klein Bett bei der Bär, ganz nah bei Millevier. Wie ein Ass als hei Not gefuhr. Lenz! 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 Wie ein Ass als hei Not gefuhr, mit wär kein Mensch seil zu gesinn. Lenz! Lenz! Heil ab hier, mein Geschicht! Bestreben. Aber wie paar Randen, die sie mit mir gesprungen wären, wird's mal hier Geschichte erzählen. Für eine lange, lange Zeit war ich ein kleines Mädchen. Zusammen mit meinen Eltern und ich an einem kleinen Dörfchen nicht weit weg von Kleinbetten gelebt. Eines Tages bin ich am Busch einer guten Fee begegnet. Ich habe ein Geschenk für dich. An dieser Küstchen, du leide Ring, die soll dich um Hof und auf um Fieber spielen. Et ist ein Zauberring, es soll dir Glück bringen. Ein Tier wird mir geschenkt. Da weißt du mal ein! Nee, sie sagt, von diesem Ring hat dein Los aufgepumpt. Ich hab mich nicht gepackt von Fieber. Weil meine Eltern einen Moment nicht aufgepasst haben, sind ich mit dem Ring verschwommen und habe mich an einem Baum verstopft und meinen Fänger gestacht. Mir kaum so zu fest, da sind ich auch schon am Boden versunken. Wir gleich drauf auf derselben Platz als Quellerem auf hier zu sprudeln. Ich bin ganz froh, dass ich heute zu begrüßen am Nummer vom Chef oder zusammen mit meinen Chefen am Ende an dem Sammy für die kleine Feierstunde für die Aufweihung von dieser Platz. Für euch mal ein großes Merci der kleinen Bettner Musik für die ganz flotte Einleitung. Ich meine, spätestens so. Das steht für euch wissen, was der kleinen Bettner Berg lassen, wie sie heißt, wie sie können, wo sie hingeht. Ich meine, das allein wird von der Welt sich erinnert zu deplatzieren. Dafür ein ganz großes Merci. Ich meine, für die erste Manifestation am Keller von ihrem 125. Anniversaire hat sich den Auftakt dann eben von auch denen. Feierlichkeiten. Ich will aber dann nicht vergessen, für allem den Aktrissen und den Akteuren eine große Merci zu sagen. Und auch für allem Christus Pohl, weil hier war am Funkhol den,
Mann, den die Seeschen rum irgendwo rausgekrobt hört, hier wird dann noch die gehört für die Abfeuerung. Der zwei wird auch zur Platz heute. Der hat schon matschelt durch die Seeschen. Am Laufe der Zeit wird die Platz heute am Fungerholiert gesicht schon ein paar Mal verändert. Ganz früher, auch noch bis an die 6. Jahre, ich so Stung heute bei Spur, ich komme nach. Ganz weg tun runter, aber ich meine, die Leute die wissen nicht besser, wie es dass die Wäschkuh nach Hei stumm in den 6. Jahren zu nur und dort nicht genau nur geguckt, als sie in den Wäschkuh abgehen. Und auch dieselbe Zeit, weil du auch dort ein Bruch gelöst hast, an Ersatz hast, das eben Schmelzbussen. An dem Moment, dass du auch hei, auf die Plätze bis heißen kommst, für allem dann noch für die Schmelzerbester an den Süden zu feiern. Ja, also sollte ein einfacher Platz gehen, ein gemütlicher Platz, ein einfacher Treff. Mit ein paar Bänken, mit viel Geringsnacht, mit ein paar Blumen. Dafür sind auch unsere Gärtner grüße Merci. Also sie haben hier Pech gemacht, für die Plätze auch ein bisschen flott mit Blumen zu managieren. Was aber noch fehlt auf der Platz, jetzt sind dann noch direkt das eine Skulptur. Die hat sollte, wenn alles gut gegangen wäre und der Künstler ein bisschen Museum geschafft hat, auch halt, hat sollte die mit angeweiht gehen. Das ist aber am Funkhol nicht dramatisch. Wir werden hier eine zweite Anweihung dafür die Skulptur geben, es so am September machen. Und ich meine, ihr habt schon gemerkt, dass bei allem Negativen gibt es etwas Positives, dass wir das zwei Anweihungen haben. Also selbst also, nur zweimal Leute weg können trinken. So, schönen guten Abend dann auch von meiner Seite aus als Kulturchef von der Gemeinde Stengefurt. Ich schwätze heute Abend hier, weil ich am Funkhol die Chance hat, die er hat, für die Jury zu präsidieren von unserem Piano for People. Und wir haben sicherlich eine ganze Reihe von den Jungen noch, die bei dem Konkurs mitgemacht haben, am Laufe der letzten Wochen zwischen dem 25. Mai und dem 16. Juni, die heute hier sind und ganz gespannt sind, ob wen er gewonnen hat. Bah, die auf Facebook sind, haben es schon mitgekriegt. Aber trotzdem ist es ganz große eben heute Abend hier auch mit einem Vertreter aus der Jury, dem Arjen Wink, eben die Preise können sie überreichen. Ich will aber auch trotzdem erst die Preise überreichen, nicht vergessen, zwei Leute ein ganz großes Merci zu sagen, überhaupt hier die Viertel der Musik heute zu Stengefurt, das ist ein Kehr der Marc Lanners und der andere Kehr Daniel Till. Auch von unserer Seite aus am Nymph vom Chefrot, am Nymph vom Gemeinderot, ein großes Merci für die Arbeit. An die da über die Tour dran investiert, ohne natürlich auch unseren Servicetechnik zu vergessen, an unseren PR-Service. Die Videos sind ganz flott, sie sind auch sowohl artistisch, wie auch also vom musikalischen, wie vom kreativen hier auch ganz interessant. Wenn Sie noch welche sehen, die auf Facebook sind, guckt es da an. Und für die anderen habe ich mal so gelöst, dass als lokalen Fernsehsender, so mal so, hey, die Videos und Donner werden auch alle guten Enkel für euch zur Verfügung stellen, sodass Schiedfried an den Genuss kann, von dem Musikalischen und von dem Kreativen kann kommen. Thank you.
Pater Ratz hat in seiner Predigt betont, dass die Leute sich leider bedingt durch die modernen Lebensumstände immer mehr Zeit für ihn holen. Für den Frieden auf der Welt, für all die, die sich absetzen für diesen Frieden, und für gerecht lesen können, für den Pfuhl für alle Menschen sicher, Herr Gott, Herr Reis. Herr Reis. Für alle Opfer von Krieg, Terror und Gewalt, für all die, denen es am nötigsten fehlt, ihre Wünsche menschenwürdig leben zu tun. Herr Gott, Herr Reis. Herr Reis. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous sachions surmonter nos divergences pour bâtir ensemble l'avenir du monde et de notre pays, prions le Seigneur. Von der Stengefurter Vereinsentente begrüßen Sie sich all herzlich auf der Vierfeier von unserem Nationalfeiertag. Den 6. Juni dieses Jahres waren es 75 Jahre her, dass die alliierten Truppen an der Normandie gelandet sind und sie die Bürger aus den von Nazi-Deutschland besetzten Ländern Hoffnung gingen auf Befreiung, Frieden und eine bessere Zukunft.
Nicht gerade Jahr mehr spät, den 8. Mai 1945, wäre es so weit, den Zweiten Weltkrieg war über Europa konnte abatmen. Frieden und Freiheit waren nicht mehr an allerlei Mund, mit Volk war frei. Dass dieser Frieden und neue Freiheit Millionen von einzelnen Schicksalen unbeschreiblich lädt und unvorstellbaren Misere kastun, sollte als all auch heute 75 Jahre nur nicht verloren gehen. Als alle, besonders denen jungen Generationen, die den Krieg nicht mit erlebt haben, sollten die Ideale von Frieden und Freiheit dafür von höchstem Wert sein. Bis dato sind als das Ideale durch die Europäische Union und durch die NATO garantiert gehen, und aber geht es draußen wie auch bannend der Europäischen Union mehr wie je politische Strömungen, die dem sozialen Frieden immer umsteuern und auch wollen zerstören. Die jungen Generationen sollten sich responsabel fühlen, die Ambassadeuren von Frieden und Freiheit zu sein. Und wir alle dürften immer daran erinnern, dass der Weg für ein friedliches Zusammenleben aller Nationalitäten, Religionen und Kulturen in einem Tag sicher der richtigen, aber auch erlangen ist. Die Damen und Herren, lief Leute alle gut. Das macht das Jahr mein größtes Fried. Ihr soll gut, auch am Namen von meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Schaffen und Gemeinderat, weil dieser Feier ganz herzlich können zu begrüßen. Als nationale Feierdörfer und also haut nach von allem ganz eng mit unserer Monarchie verbunden. Als Dynastie, als stärkstes Symbol für die Einheit und die Unabhängigkeit von unserer Nation. Bei uns zu Lützburg als das Institution von allem an Artikel 33 von der Verfassung definiert. Hier steht zu lesen, Le Grand Duc et le Chef d'État, Symbol de la Unité et Garant de l'Indépendance Nationale. Der Staatschef ist also ein Symbol, ein Sinnbild für die Identität vom Land. Hier verkörpert sozusagen die Unabhängigkeit von unserem Land. Das tut sich vor allem am Zweiten Weltkrieg gewiesen. Daneben ist der Grand Duc aber auch ein Symbol von Kontinuität von der Staatsverjüngung. Die Regierung wird beliebig ausgewechselt, sie kommen und sie gehen. Der Staatschef aber bleibt. Die Damen und Herren, nur lange Diskussionen auf Hillen, auf Wien, soll demnächst die neue Verfassung votiert gehen. Eine Reihe von Artikels, Änderungen beziehen sich auch an die Befugnisse vom Grand Duc. An der Begründung zu der Verfassungsreform heißt es, dass mit diesen Änderungsvorschlägen die Symbolkraft vom Grand Duc verstärkt soll gehen. Durch diese Garantie werden wir dann auch in Zukunft als Nationalfeiertag voller Stolz von allem auf Frieden und auf Freiheit feiern können. Chers concitoyens, nous célébrons ce soir notre fête nationale. Traditionnellement, cet événement suscite la réflexion sur nous-mêmes, sur notre situation, sur notre passé et sur notre futur. En tant que bourgmestre, j'aimerais vous dire que vous êtes une partie de notre commune, de notre passé et de notre futur. Depuis toujours, la commune de Steinfort a connu les avantages d'une commune ouverte et d'une communauté multilingue et multiculturelle. Soyez sûrs que vous êtes les bienvenus. Die Damen und Herren, an meinem persönlichen Namen und am Namen vom Steinfurter Schaffen und Gemeinderat wünsche ich alle gute, schöne nationale Feiertag und nach ein paar flotten Momenten den Abend hier zusammen. Vive der Grand Duc und Großherzogs Familie, vive als Lützburger Land und vive die Steinfurter Gemeinde. Thank you.
Wir kommen dafür ein Programm führen und Medaille für verdenkungsvolle Membres für unseren Rettungsdienster. Dafür geben wir auch vielleicht die Leute Bierden. Wir müssen assistieren hier und dann Dono gehen dann am Keller vom Benevolat auch Medaillen und verdenkungsvolle Membres von den Vereinen ausgezeichnet und dann mit der Gruppe Queen Forever geht es dann musikalisch weiter. Für 20 Jahre Dienst ausgezeichnet gehen die Ben Fädler und die Bob Jamming. Dann haben wir den ersten Teil von der Formation von der Jugendpompchen, das ist bei uns eine Auszeichnung, die geht um Fantini Dennis. Dann haben wir Trajan Ries, hat das Lo fertig mit der Ausbildung von der Jugendpompchen und hat heute in der Kask für den effektiven Dienst bei den großen Pompchen. Aber wenn ich heute Abend durch den Saal gucke, möchte ich mich umso mehr froh an eine Reihe Leute sehen, die sich mit Hingabe für das Vereinsfeld und somit für die Gemeinschaft an der Gemeinde Stengefurt engagieren. Und nach ihnen verstoppen sich auch ein paar Leute, die mal in diesem Moment gerne besonders gegen nach vier Hilfen. Der Präsident von Entente steht schon nicht mehr. Ich ging auch den Bürgermeister Guy Pettinger Rob Bierden, für dann zu summen, hier den Leuten einen kleinen Gest, einen kleinen Sinn, die Benivolat, die wir angefeuert haben, sie verrechen für hier Leistungen. Das wäre zum Engen, die, wenn es ging, rumkommen. Angefangen mit der Stengefurter Musik, wo wir einkehren mit dem Sylvie Paulus Fisch und einkehren mit dem Gritti Feierreisen Göbelhund, die sind 2008 aktiv sind am Conseil d'Administration. Da bleibt doch noch ganz zum Schluss aber noch etwas Spezielles, das ist der Merit Spezial, den wir angefeuert haben. Merit, wo wir Leute für ganz spezielle Leistungen auszeichnen oder für ganz besondere Sachen, die vielleicht auch historisch abgedeckt haben. Und für die Leute, die Chance hatten, für ein paar Wochen zu kleinen Wetten mit dabei zu sein, wo wir die neue Plasse bei der Berg angeweiht haben, wo wir die flotte Theater-Equipe von der kleinen Wettener Musik ein Theaterstück abgefeuert haben, das sehe ich von der Losering. Ja, bei der Hand rund verstopft sich eine kleine Geschichte. Die Geschichte von der Lösung ist echt mir durch Zufall abgefallen, wie der Norbert Seelenke auf einem Flohmarkt den ganzen Stoß von Zeitungen aus der Kleinwettener Schule, eine Schülerzeitung, rumfand wird, an einem Artikel drauf war von einem nicht mehr bekannten Filmschütz Roger, den damals die Geschichte geschrieben hat. An den zwei gingen wir dafür den Merit Spezial von der Entente für die Leistung. Den einen für drüber entdecken und den anderen für das, was damals geschrieben hat. Überraschen, sie sind leider heute allen zwei verhindert heute Noven. Ich wollte dies aber nicht viel enthalten. Wir holen das dann in einer kleinen Feierstunde, einen Nov, wo wir hinten dann das dort überraschen am Nymph von der Entente. Für den Rest wünsche ich vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Abend heute. This perfect dream.
God is with.